starten wir das. Und dann, wenn wir das beendet haben, dann haben wir das Let's Play auch beendet. So, Kashyyyk CTF. Zwei Flaggen. Wenn man immer Soforteinsätze macht, stehen da Tipps und Tricks. Man kann Soforteinsätze natürlich auch zu zweit spielen. Das Ziel ist, einfach zu gewinnen, so wie auch in der Kampagne, ne? Also, kein großer Unterschied. So, wir nehmen das Imperium. Imperium hat hier immer Vorteile. Ah ne, scheiße, ist ja ZDF. Ach, kacke. Das habe ich total klar. Wechsel gerade. Gut, wie viel habe ich eingestellt? Ich glaube, 6. Okay, das ist viel. Zuerst müssen wir immer die Holzbarrikaden zerstören. Und dann... Was? So, jetzt. Damit unsere Schiffe... Ich sage schon Schiffe dazu. Fahrzeuge durch können. Was willst du? Man kann die Holzbarrikaden auch wieder reparieren, aber um ehrlich zu sein, wenn man das macht, ist man schon blöd. Und ich habe gerade einen übergefahren. Hab dafür einen Punkt bekommen. Ist auch nicht schlecht. So, als nächstes müssen wir diese Torwinde zerstören. Ganz einfach. Es gibt so einen kleinen Trick mit diesem Teil. Die sind relativ schnell. So, und dann gibt man einfach hier Power. Fährt hier rum und bumm. Torwind ist offen. So. Jetzt können wir ein bisschen hier rumspielen. Kommandoposten kann man außerdem bei ZDF 2 leider nicht annehmen. Ist ja klar. Wäre ja auch relativ unlogisch. Das bezieht sich eben nur auf ZDF und nicht auf Erobern. Der Normalstand ist immer Erobern eigentlich. So, das Teil lassen wir jetzt mal hier. Wo ist die Flagge? Ach, die haben wir schon. Na, ganz toll. Warte ich, bis sie wieder herkommt. Die Rebellen haben unsere Flagge. Oh, die haben jetzt auch unsere Flagge. Ich könnte Boba Fett jetzt nehmen, aber ich habe keinen Bock, also drücke ich nein. Ich warte jetzt einfach hier, bis die Flagge kommt, aber was ist denn mit denen? Sind die so blöd? Ein Punkt für das Imperium. Sorry, dass ich sie gerade als blöd bezeichnet habe. Ja, damit habe ich jetzt die Flagge und will den zweiten Punkt machen. So, als ich das mal mit einem Kumpel gezockt habe, da hatten wir, glaube ich, Maximum eingegeben. Da haben wir 4 Stunden gespielt. 4 Stunden. Und zwar in dieser Map. 4 Stunden. Ohne Scherz. Wir waren in einer verfeindeten Gruppe. Ende habe ich gewonnen. Knapp, glaube ich. Und das ist echt lustig, aber 4 Stunden, das ist heftig. Macht aber Fun. So. Und damit haben wir den zweiten Punkt. Ein Punkt für das Imperium. Raus da. Ich kann zum Beispiel sagen, raus. Schneiden Sie sie ab. Raus. Und dann kann man... Na gut, den will ich jetzt mal schon umbringen. Dann kann man zum Beispiel sagen, rein, aber egal. Und man kann natürlich mir folgen, das habt ihr ja schon gesehen. Boom, das war ein Volltreffer. Boom, das war kein Volltreffer. Wir haben die Flagge der Rebellen erobert. Was soll das werden? Wir haben die Flagge der Rebellen verloren. Wir haben die Flagge der Rebellen erobert. Wow. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Wow, was war das? Techniker. Nächstes Mal nehme ich doch vielleicht Boba Fett. Ich bringe immer den, der die Flagge hat, um. Boah! Botanischer Krieger war das. Ich kann es nicht fassen. Das mag ich gar nicht. Willst du mich überholen? Komisch ist auch, dass die Fahrzeuge langsam sind. Naja, nee, Quatsch. Wenn man in ein Fahrzeug reingeht, ist die Flagge automatisch verloren. Aber vielleicht könnte man einfach hier aufs Fahrzeug raufspringen und der fährt dann los und dann ist man da schneller am Ziel. Das nächste Mal, wenn Boba Fett kommt, nehme ich ihn auf.
Junge, fahr doch nicht so schnell. Bam. Ins Wasser gezielt, ist ja blöd. Nur Junge. Was soll das? Nein, treff doch. Oh Mann, ey. Warum fliegt er wieder? Ach, egal, du bist dumm. Junge, warte auf mich. Nein. Die Rebellen haben unsere Flagge. Wenn Boa Fett nicht kommen will, dann nehme ich ihn nicht. Der Rebellenabschaum hat unsere Flagge fallen gelassen. Jetzt nehme ich ihn. Fett hier, bringen wir es hinter uns. Halten Sie das Geschütz raus! Das Imperium oh. Hat die Flagge der Rebellen erobert. Wie schlecht, das hätte ich denen gleich zugetraut. Dass die hier sowas deponieren. Das Imperium hat vorübergehend die Flagge der Rebellen verloren. Diese heuchlerischen Rebellen haben unsere Flagge erobert. Sie sind überall! Sie sind überall! Oh Junge! Oh. Granate habe ich nicht gesehen. Mann, ich wollte ihn nicht legen, ey. Das ist richtig cool. Die haben danach noch Schaden. Und wenn jetzt alle 16 Truppen sich hier befinden, boah, wäre nicht schlecht. Sie wollen uns flankieren. Das Imperium hat vorübergehend die Flagge der Rebellen verloren. Das Imperium hat die Flagge der Rebellen erobert. Achten Sie auf die Platz. Schädet euch doch mal. Nein, das wollte ich nicht. Alter, bring... Die sind so dämlich. Wie lange brauchen die denn, um mal eine Flagge wegzubringen? Endlich. Fertig. Hä? Dann werde ich bezahlt. Gar nicht mehr, du bist tot. Die Rebellen haben gepunktet. Was? Das kann doch nicht sein. Rache! Das Imperium hat die Flagge der Rebellen erobert. Gut, hä? Der ist doch gerade geschwebt. Wir haben die Flagge der Rebellen fallen gelassen. Das Imperium hat die Flagge der Rebellen erobert. Oh nein. Ich werde verwulkt. Na gut, die sind zu blöd, um Auto zu fahren anscheinend. Und das. Abhauen. Weg mit dem Abschaum. Das Blöde ist wirklich, dass man so lange braucht, um die Flagge wegzubringen. 6 war auch zu viel, was ich jetzt eingestellt habe. Gebe ich zu, ich wollte euch das nur mal kurz zeigen, was das ist. Aber na gut. Es endet wohl nie. Naja, so lange spielen wir das ja noch nicht. Aber ich glaube, ich habe 6 eingestellt, glaube ich, oder? Ja. Nein, 5. Gut. Wird nochmal Glück gehabt. So, ich habe gewonnen, 5-1. Geht. Jetzt wisst ihr, wie der Spielmodus aufgebaut ist, was man da machen muss. Und ab zum nächsten. Und zwar gibt es einen ganz besonderen. Und zwar auf Mos Eisley. Wenn das jetzt der richtige Planet ist, habe ich Glück. Ja, Mos Eisley. Auch Tatooine genannt, glaube ich.